X plus X plus X gleich X Future. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Zukunftsmagazin X Future. Wir zeigen dir heute schon, was morgen das Gestern von heute Morgen gewesen sein wird. Wir zeigen dir heute schon die Trends von morgen. Worüber spricht das Netz? Worüber redet der Saturn-Verkäufer? Worüber sprechen ungeborene Babys? Jedes Jahr gibt es eine neue Welle von Trendsportarten. Basejumping, Slackline oder Tennis waren alles mal neue Trendsportarten. Aber was sind die neuesten? Wenn ihr das wissen wollt, erfahrt ihr es hier bei Now. Hockern, Wikingerschach, Spikeball. Jedes Jahr gibt es neue Trendsportarten, mit denen man aus der Masse herausstechen und im Park gesehen werden will. Sie sind neu und vor allem richtig ungewöhnlich. Doch es geht noch ungewöhnlicher. Mit der neuen Kultsportart Fracky Sack. Es verbindet das lässige Hacky Sack mit dem trendigen Frisbee. Fracky Sack. Heute treffen wir in Berlin-Friedrichshain zwei absolute Fracky Sack-Profis, Palke und Fjörn. Wir wollen wissen, wie kommt man auf so eine ungewöhnliche Sportart? Ich habe halt früher Frisbee gespielt und Hacky Sack aber auch gerne. Und das Problem ist, man muss nicht immer zwischen beiden Sachen entscheiden. Und als es dann Fracky Sack gab, war mir klar, das muss ich machen. Also das Wichtigste beim Freestylen ist der Center Hold. Da nimmt man den Fracky Sack so in die Hand und balanciert den so mit den Fingern. Je besser der Fracky Sack in der Hand liegt, desto stabiler ist er. So kann der Spieler mehr Tricks ausführen. Ja, dann gibt es halt noch den Pizzabox. Da nimmt man den Fracky Sack in beide Hände und wirft dann. Viel Zeit verbringt Fjörn auch in seinem eigenen Fracky Sack-Laden in Berlin-Friedrichshain. Dafür hat Fjörn extra einen Kredit aufgenommen. Stolz präsentiert er uns seine stylischsten Sacks. Das hier ist ein klassischer Sack. So, der hat so verschiedene Muster. Und es gibt auch andere. Das ist auch so ein Sack, der hat halt ein anderes Muster. Und es gibt auch noch den, der hat dann auch ein anderes Muster, eigentlich. Ja. Im Volkspark Friedrichshain jammen Palke und Fjörn fast täglich. Doch dann passiert das, womit keiner gerechnet hat: ein Drop. Fuck! Scheiße! Das passiert halt leider, wenn man ans Limit geht. Jetzt will es auch unser Trendreporter Max ausprobieren und lässt sich die Technik erklären. Du nimmst den Sack in die Hand und außen Center, linker Fuß nach vorne, throws ihn. Okay. Kannst du einmal versuchen. Ja. Nach einigen Versuchen klappt es dann ganz gut. Throw. Sehr gut, sehr gut. Und was sagt unser Reporter Max? Also ich habe es jetzt ausprobiert und ja, ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, weil ihr werft ja einfach einen Hacky Sack hin und her. Das ist ein Fracky Sack. Ja, ich weiß, dass ihr das so nennt, aber das ist ja einfach ein Hacky Sack und ihr werft den hin und her. Ihr nennt es nur anders. Verstehe ich nicht. Ein anderer aktueller Trendsport ist Bussen. Im Bus machen die sogenannten Busser coole Moves und Tricks. Alles, was man dazu braucht, ist dieses Teil. Das Spielgerät wiegt um die 9 Tonnen und wird von einem ca. 53-jährigen Mann bedient, der 2000 Euro brutto im Monat verdient. Kostenpunkt 200.000 Euro. Kein ganz billiges Hobby, aber scheinbar mit nichts zu vergleichen. Ja, wenn man dann den Trick gestanden hat, das Gefühl ist mit nichts zu vergleichen. Trendsport Nummer 3 ist Pflock. Pflock kommt aus Japan und hat auch in Deutschland schon viele Anhänger gefunden. Ja, also die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Man wirft den Pflock irgendwo hin und dann bekommt man Punkte dafür. Hm. 15? Ja, 15. Der Sport ist besonders beliebt bei Studenten, die sich regelmäßig mit ihren Pflöcken im Park treffen. Ist mal was anderes. Das war's schon wieder. Deshalb einfach nochmal anschauen. Nice fürs Looken, nice fürs Brain. Greets, Props und Piccolini. X Future out.